Das weiß ich auch nicht. Das Schiff. Er schwebt. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz Edition 2. Es geht weiter im Kampf gegen Vialoxois, Karabongois, wie der Typ auch heißen mag, und gegen ein Rüpel. Wir befinden uns nämlich gerade im Team Plasma Schiff und hier werden böse Dinge getan. Wir müssen sie aufhalten, wir müssen irgendwas versuchen. So, jetzt lernt er erstmal Pitch-Tip Risikotackle. Wir verlieren oder vergessen dafür Bodycheck. Dann ist das auch schon mal drin. Und es wird sehr, sehr spannend jetzt in den nächsten Folgen. Und auch vor allem auch in dieser Folge. Vergeltung von Spritzprinz auf Pokémon da. Wie immer heißt es schön auf die Nüsse. Leider hat das nicht ausgereicht. Sibuna von Vialoxois. Oh, Erzwinger auch noch. Erzwinger ist so eine böse Attacke. Ich weiß, dass er Funkenflug einsetzt, aber ich weiß nicht gegen wen. Deswegen werde ich das mal skippen und schon mal mit Wasserdüse Kugma da besiegen. Bevor er auf Kugma da ansteuert. Also unser lieber Friedhof. Oh nein, mein Kugma da! Geschieht dir recht. Gut gemacht, Tex. Danke, Friedhof. Oh nein. Pass auf, Grillcheater. Sneebuna, gut gemacht. Funkenflug. Sneebuna, nein. Zum Glück, das ging noch mal gut. Okay, ich probiere es mit Wasserdüse, okay, Friedhof? Tu, was du nicht lassen kannst. Los, Admurai. Und es hat nicht gereicht. Ach, Grillcheater, pass auf dich auf. Verdammt, das war's. Der Kampf ist für mich gelaufen, Tex. Bitte hol das meiste aus dem Kampf heraus, okay? Kein Problem, Wasserdüse. Ich mach den schon platt. Nein, Sneebuna. Wie konnte das nur passieren? Wo liegt der Unterschied zwischen deinem und meinem Pokémon-Team? Alter, schützt vor Torheit nicht. Ich werde niemals gegen Team Plasma verlieren. Übrigens, wo sind wir hier? Hä? Dieses Pokémon, es ist mit Eis bedeckt. Kann es sein, ist das, was Twin Drake City... Du bist schlauer, als ich dachte. Wenn du so viel Verstand hast, wieso bist du das Risiko eingegangen, in unser Versteck einzudringen? Das ist doch offensichtlich. Ich tue alles, um das Pokémon meiner Schwester wiederzubekommen. Bist du es etwa, der vor 5 Jahren in den Ventura City ein Feliu gestohlen hat? Ein einfaches Feliu? Das wird irgendjemand gestohlen haben und jetzt für sich benutzen. Was ich nicht verstehe, es gibt auch noch andere Feliu. Warum hängst du so an diesem ein? Dieses Feliu ist absolut einmalig auf der Welt. Mein verstorbener Großvater hat es extra für meine kleine Schwester gefangen. Es ist unersetzlich. Ein Andenken an jemanden? Das mag für dich zwar sehr wichtig sein, aber für Außenstehende ist das eine unbedeutende Angelegenheit. Es ist nichts im Vergleich zu all diesem prachtvollen Schiff. Es nutzt die Kraft des legendären Pokémon Kyurem. Damit wird es uns diesmal gelingen, ein Nahe zu unterwerfen. Sieht so aus, als hätte sich Kyurem vollständig regeneriert. Ich werde DNS-Keil sinnvoll einsetzen. Den Rest überlasse ich euch, Finns Trio. Red kein Müll. Du hast schließlich verloren. Verdammt. Was ist jetzt los? Oh Gott. Was ist das? Das weiß ich auch nicht. Das Schiff.
Er schwebt! Oh Gott, was ist das? Ist das ein Eisstrahl? Was ist das? Oh Gott! Was passiert jetzt? Team Plasma, wohin ihr auch flieht, ihr entkommt mir nicht. Was ist das dort drüben? Oh, Shirin. Tut mir leid, dass ich so spät komme. Ich vermute mal, dass sie in Richtung Riesengrotte gefliehen. Die Riesengrotte. Sie liegt am Ende von Route 22. Gut, ich gehe da jetzt hin. Tex, komm auch du. Dieses Pokémon... Kyurem, oder? Ich finde, seine Stimme klang irgendwie traurig. Na wartet! Kyurem? Missbraucht Team Plasma Kyurems Kräfte etwa für seine bösen Machenschaften? Ich weiß nicht. Wie wollen wir Team Plasma aufhalten? Wenn Kyurem ein legendäres Drachen-Pokémon ist, so wie Lysander sagt, dann können wir ihm nur Zekrom oder Reshiram die Stirn bieten. Aber keines dieser beiden Pokémon ist im Moment hier. Wo sind die beiden Trainer, die von den legendären Pokémon anerkannt wurden? Ich werde mich aufmachen und sie suchen. Tu das, Shirin. Ah, zur Riesengrotte gelangst du über die Route 22. Ich weiß, danke. So, Brain Latch. Du alter Latsch, du. Kann ich direkt dahin fliegen? Nee, kann ich nicht. Brauche ich eigentlich... Okay, Stärke habe ich, aber brauche ich noch was? Nee, ne? Wenn, dann habe ich Pech. Wir werden es sehen. So, und jetzt krallen wir uns Team Plasma. Denn ich habe es satt, denen ständig hinterher zu laufen. Erstmal müssen wir kurz den Pokémon halten und dann geht's ratzfatz direkt weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hallo Trainer, wie geht's dir? Mensch, Schwester Joy, irgendwie hat sich deine Stimme verändert. Ja, ich habe einen Husten, weißt du? Und einen kleinen Frosch im Hals. Das juckt aber, kannst du dir nicht vorstellen, weißt du? Okay. Du, ich muss jetzt sofort weiter zur Route 22. Ah, zur Pokémon-Liga? Ja, nicht direkt. Ich muss noch was anderes erledigen. Okay, wie auch immer. Viel Spaß und tschüss. Ciao. So. Krallen wir uns das Fahrrad? Und los geht's. Schnell hier über Abidaya City surfen. Ne, surfen muss ich glaube ich gar nicht. Kann ich auch so durch. So, ein bisschen Gequetsche hier. Muss ich gleich Top-Schutz anlegen. Damit wir unterwegs keine Schwierigkeiten haben. Beziehungsweise bekommen. Aha, aha, Rauchball, ja, ja, okay, okay, mhm. Das ist immer so eine Suche, wenn man so viele Items in der Tasche hat. Das ist nicht normal. Top-Schutz, hier. So, jetzt geht's direkt weiter. Mit Karacho. Und rein in die gute Stube. Riesengrotte. Und Friedhof, ich habe Friedhof überholt. Sieh einer an. Dann ist es wohl eine Zeit, all jenen, die sich uns in den Weg stellen wollen, eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Hä? Hey, wir sind bereits fertig hier. Es wird auch langsam Zeit. Wir sollten uns dann mal beeilen. Du bist also ganz allein zurückgeblieben, was? Dann such dir einfach raus, gegen wen du von uns kämpfen möchtest. Aber ich bin es doch. Erinnerst du dich etwa nicht mehr an mich?
das ehemalige Mitglied von Team Plasma. Ich arbeite jetzt als Spion für Rubius. Jetzt, wo du es sagst, dein Gesicht kommt mir in der Tat bekannt vor. Du hast dich dieser Aufgabe hier offenbar voll und ganz verschrieben. Alles nicht so einfach als ehemaliges Mitglied von Team Plasma, was? Nun, was soll ich sagen? Ich war halt immer so gut zu den Pokémon, daher möchte ich sie jetzt ebenfalls vor bösen Menschen beschützen. Du hast recht. Wenn wir es nicht schaffen, Team Plasma den Garaus zu machen, wird es N und dir nie gelingen, eure Namen reinzuwaschen. Nun gut, dann werde ich mich gleich mal auf den Weg machen, Tex. Oh, vielen Dank. Obgleich wir sagten, es geschehe zum Wohle der Pokémon, haben wir letztlich doch nur getan, was wir wollten. Verzeihung, aber es gibt da noch etwas, das ich erledigen muss. Ja, lass mich halt alle alleine. Friedhof, dich hole ich noch ein, du. Okay, jetzt habe ich verschiedene Wege, die ich gehen kann. Was ist das? Da ist schon ein Höhlenausgang. Da ist auch ein Höhlenausgang. Was ist hier? Sternstück. Die Frage ist jetzt nur, welchen Höhlenausgang ich nehmen soll oder ob ich überhaupt einen nehmen soll. Ja, so ist es eben, wenn man blind spielt. Erstmal Stärke. Wenn wir schon Stärke dabei haben, warum es nicht nutzen? Topschutz. Na, warum nicht? So, haben wir hier was? Nee. Hier sind sie auch. Ich stehe hier Wache, damit niemand entkommt. Okay, was haben die hier vor? Niemand darf hier vorbei. Das ist ein Befehl der sieben Weisen. Was ist das? Nichts. So, dann haben wir hier noch ein Sternenstück. Hier ist nichts. Auch nichts. Auch wenn das sehr auffällig aussieht. Ah, doch, ein Eisjuwel. Okay. Hoppala. Na gut, surfen können wir da jetzt auch noch kurz. Ist ja kein Act. Das Wasser ist tiefblau. Ja, natürlich möchte ich surfen. Da musst du nicht lange fragen. Ja, einsetzen. Ist hier was? Nee, umsonst. Toll. Sorry. Und Atmorein nochmal Surfer. Eisstrahl. Sehr, sehr geil. Das können wir theoretisch unserem Spritzprinz beibringen. Eisstrahl. Ja, warum nicht? Zwar werden wir keinen Drachen-Arena-Leiter oder Drachengegner mehr erwarten, aber ansonsten, es gibt ja andere Pokémon, wie zum Beispiel Pflanzen-Pokémon, die man mit Eisstrahl besiegen kann. Oder Flug-Pokémon. Endlich haben wir was gegen diese Viecher. Och nee, direkt da reingefahren. Hey, ein Rapid Claw. Ein ausgewachsenes Rapid Claw. Spritzprinz. Du, wir müssen gar nicht erst dagegen kämpfen, denn lass mir es einfach in Ruhe. Ist schon okay. Ist schon okay. So, aber natürlich reizt mich das trotzdem. Habe ich jetzt was übersehen? Nee, habe ich nicht. Es gibt jetzt noch zwei Ausgänge. Welchen nehme ich denn jetzt? Kurz gucken. Der ist mir sympathischer, der Ausgang. Bin ich denn hier gelandet? Gute 13? Ah, ich weiß, wo wir sind. Hier unten kommt Undula oder die eine Stadt da. Also hier in der Nähe haben wir doch Kobalium bekämpft. Oha, obwohl ich Top-Schutz habe, jetzt muss so ein richtig starkes Pokémon kommen. Hey, so eine Eismaschine. 52, deswegen konnte sie mich attackieren. Weil ich bin erst auf 50 oder 49 oder sowas. 49. Ja, so eine Eismaschine ist ganz witzig. Aber ich finde es unnötig, wenn man schon Wasser-Pokémon hat. Weil ich, wie gesagt, Eisstrahl kann ich da immer noch beibringen. Hey, jetzt kann es doch nicht sein, oder? Dass ständig diese starken Pokémon kommen. Pipi, auf welchem Level? Haha, ihr seid verrückt. Level 50. Hätte ich kein Ohr, doch würde ich mir Pipi jetzt echt schnappen.
Mondstein geben und dann sofort ins Team packen. Ich möchte trotzdem mal spaßhalber versuchen zu fangen. Einfach mal aus Jux, ob es sofort funktioniert. Wenn nicht, dann lasse ich es bleiben. Nur ein Versuch. Pie, 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 komm. Oh, schade. Pipi, 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 Kaka. Okay, ciao, Kaka, ich meine Pipi. Du bist entkommen. Ja, Mondstein hätte ich, glaube ich, sogar. Wie gesagt. Ein Gelbstück gefunden. Ich glaube, in Schwarz 1 und Weiß 1 war hier dann noch so ein dichter Nebel, glaube ich, oder? Oder Schnee oder irgendwas lag hier. Zumindest kommen wir hier nicht mal weiter. So, aber Leute, wisst ihr was? Die Zeit ist wieder vorangeschritten. Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Es bleibt spannend. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Die Befreiung der Pokémon ist nur ein Vorwand für ihn. Ganz im Gegenteil, die Pokémon leiden unter ihm. Ja, Alter, schon klar.